Hey ho, Bennard-Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Freitag und wisst ihr, was das heißt? Es ist Zeit für einen Grillabend mit der Familie. Oh no, die schönen Würstchen. Ihm ist natürlich nichts passiert, im Gegensatz zu dem Grillabend, weil der ist jetzt gelaufen. Das war's. Die Stimmung danach war so am Boden. Und wenn das hier sein Sohn ist, Bro, rest in peace. Der Arme bekommt jetzt erstmal 5 Wochen Hausarrest und Internetverbot. Ach ja, was geht eigentlich bei euch so am Wochenende? Was macht ihr? Geht ihr vielleicht in die Kirche? Wenn du den Proteinfurz nicht länger drin lassen kannst... Oh nein, was passiert jetzt? Wenn das schon so anfängt und ich diese Granny hier vorne sehe, die einfach nur ganz entspannt am Sonntag in der Kirche sein will. Oh shit. What the fuck? Der hat den seit 2013 drin behalten. Bro hat einfach die Soundbarriere damit durchbrochen. Das war echt ehrenlos in der Kirche. Warum ausgerechnet da, wo es auch noch so unglaublich schallt? Geh doch einfach raus, Mann. Wie ein normaler und freundlicher Mensch. Ekelhaft und gottlos. Und genauso ist es gottlos, wenn ihr beim nächsten Clip lacht, okay? The Texas Final Boss. Oder das ist echt gottlos. Und ich habe auch safe nicht drüber gelacht. Ihr könnt auch an der Stimmlage von mir erkennen, dass ich es ernst meine. Ich habe nicht drüber gelacht, okay? Aber ihr bestimmt. 100% habt ihr drüber gelacht. Ich weiß es ganz genau. Und das ist ekelhaft. Das ist einfach... Ja, nicht okay. Er wählte den falschen Ort zum Verstecken. Zum Glück haben sie das Video gestoppt, bevor sich jemand verletzen konnte. Glück gehabt. Nochmal alles gut gegangen. Ich sehe einfach nur dieses Standbild. Der Arme hat sich einfach selber ausgeschaltet. Man denkt einfach Clubshow dort in der Kabine. Ja, das war wohl nicht so sein Tag. Egal, Pech im Leben, Glück in der Liebe. Ging das Sprichwort so? Keine Ahnung, Mann. Vielleicht hast du Glück und bekommst so eine Frau an deiner Seite, die einen sogar die Handwerksarbeit abnimmt, weil man lieber mit paar Chips auf der Couch hängt und am Abchillen ist. Wirklich nice, dass sie dort einfach am Bohren ist und die Aufgabe übernimmt. Ist das dein Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Women. Das habe ich echt noch nie gesehen. Was macht sie da? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Voll reingeschissen. Und als ich in die Kommentare geschaut habe, konnte ich auch schon nicht mehr. Ja, ja, ich sag doch. Bitte cancelt mich nicht, okay? Bitte. Schaut mal, es gibt viele Sachen, die man in seiner Freizeit und gegen die Langeweile machen kann. Wenn man nicht gerade in die Kirche geht... Geht man vielleicht Fußball spielen mit den Jungs, trainieren, Döner für fast 10 Euro holen, lernen oder keine Ahnung was. Es gibt alles, okay? Alles. Und manche Hobbys sind halt mehr und manche weniger cool. Zum Beispiel, ich würde lieber Fußball spielen, als jetzt irgendwie lernen. Wer zum Teufel lernt freiwillig in seiner Freizeit? Aber ich bin tatsächlich auf das schlimmste Hobby der Welt gestoßen. Hobbyhorsing. Ja, genau diese Dinger hier. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Nie im Leben ist das sogar ein richtiger Sport mit Wettbewerben. Bro, das ist so unangenehm irgendwie. Ja, das ist halt einfach Pferdereiten, nur halt ohne das Pferd und stattdessen mit so einem Stockding. Das ist wie Schwimmen ohne Wasser. Für mich ergibt das wirklich gar keinen Sinn. Geh doch einfach ins normale Reiten, hä? Wieso so ein Ding, anstatt ein echtes Pferd? Man verarscht sich doch damit selber. Also irgendwie erinnert mich das an das hier. Soul,
Warum ist sie so traurig, hä? Was macht denn das Hobbyhorsen mit den Menschen? Ich glaube, die drehen alle durch. Aber ich sag euch ehrlich, ich würde auch weinen, wenn ich sowas tun müsste. For real, for real. Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Und ich habe auch echt gar kein Verständnis, wer sowas macht. Ich bin immer so, ja, mach das, worauf du Bock hast. Juckt mich nicht. Hauptsache, es macht dir Spaß. Aber ich glaube, ich denke hier anders. Das sollte gestoppt werden. Ausreiten mit Linda und mir? Dieses Ding macht Geräusche? Ach so, und ein Pferd schreckt deswegen auch so zurück. Bro, what the f***? Das ist nicht echt. Das hat keine Emotionen. Das kann ich denken, das kann ich fühlen. Das checkt nichts. Es ist nicht echt, okay? Das Pferd hat sich auch nicht erschrocken, Mann. Oha, oha, es gibt Fullspeed. Einfach so schnell unterwegs, die Kamera kam gar nicht hinterher. Ich finde das echt krass. Stellt euch vor, ihr seid so mit einem Homie draußen in der Natur. Habt euch vielleicht einen kleinen Bubatz gefetzt und schiebt schon so völlig andere Filme. Und dann kommt einfach jemand dort so lang galoppiert. Ich werde gar nicht mehr klarkommen und mich fragen, ob ich gerade hier noch in der echten Realität lebe. Jetzt fehlt nur noch, dass sie mit den Teilen über so Hindernisse springen. Oh Gott. Also ich lege mich fest, das ist mit Abstand das unangenehmste Hobby der Welt. 100%. Logge ich so ein. Das ist verrückt. Und alle, die das machen, sind auch verrückt. Was machen eigentlich die Teile, wenn man sie nicht benutzt? Haben die auch einen eigenen Stall oder so? Ah, ich habe gefunden, was sie so privat machen. Ich frage mich echt, ob ein Hobbyhorster dieses Video hier sehen wird. Ich habe danach, glaube ich, Stress mit der gesamten Hobbyhorse-Community. Naja, was soll's. Macht euch schon mal bereit, bald in die Schlacht zu ziehen mit mir. Okay, krass, wie motiviert ist er? Heute bestimmt sein erster Arbeitstag und er strengt sich extra an. Warum rastet er auf einmal so aus? Was haben die Mülltonnen ihm getan? Ich korrigiere mich. Ich glaube, das ist sein letzter Tag auf der Arbeit als Müllmann. Der Bruder ist einfach ausgerastet des Todes und hat alles mitgenommen. Wirklich alles. Sogar der Briefkasten. Wieso? Der arme Briefkasten, Mann. Stellt euch mal vor, ihr würdet so eure Überwachungskamera checken und das sehen. Genau so würde ich dastehen. 1:1. Und apropos 1:1, was ist eigentlich 1 mal 1? Richtig, 2. Ist logisch. Sie wird jetzt auch ein bisschen rechnen. Oh Gott, was war das für eine verkackte Überleitung? Das war echt scheiße. Egal, ich lasse es einfach so drin. What's 9 plus 9 plus 9? 9 plus 9 plus 9? 21? Yes. Ja, genau. 9 plus 9 plus 9 ist 21. Super, perfekt, richtig. Einmal Applaus bitte. Okay. What's 7 plus 7 plus 7? Is that also 21? Yeah, they're both 21. Yeah. Yeah. Sie freut sich. Sie denkt, sie hat 200 IQ. Die Arme. What is 85 plus 25? Oh my gosh. 25, 10, 8, 5, 6. 60? 60, good job. Wie zum F*** kommt sie auf 60, hä? Aber nee, nee. 80 plus 25 ist doch eigentlich auch 21. She didn't have to cut me off. Ich werfe nur einen Blick in die Kommentare und dort wird die Lage schon wieder perfekt erklärt. Und naja, Freunde, falls ich mich auch mal beim Hobbyhorsen anmelden sollte, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out. Yo, ich sitze hier gerade auf dem Klo und habe noch vergessen zu erwähnen, checkt auf jeden Fall meinen anderen Kanal Baba Memes ab. Dort ist gerade auch ein neues Video erschienen. Ich küsse jeden, der rübergeht und supportet. Ciao.